Einen wunderschönen guten Tag, ihr lieben Schmelzhasen da draußen. Ich bin die Maggie, willkommen beim Makorama Podcast und mit mir dabei ist wieder der Hera. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Abend. Und wir haben heute auch mal wieder so ein spannendes Thema, was in letzter Zeit in der Community heiß diskutiert wird, nämlich, ob Bruiser den Anschluss verpasst hat. Ich weiß, es gehen gleich wieder die Gemüter hoch und fangen an überzukochen, aber ich glaube, es ist ein sehr simples Thema. Finde ich jetzt mal. Und da gibt es auch, glaube ich, nur eine Antwort drauf an sich. Kurz gesagt, nein. Oder? Ich glaube auch. Bruiser hat ein großes Potpourri an Möglichkeiten vor sich. Ja. Aber darauf werden wir jetzt in diesem Podcast ein bisschen eingehen. Genau. Für die Leute, die es interessiert, im letzten Podcast sind wir auch auf Teilschnitte da schon eingegangen. Also hört auch da mal rein. Genau. Sehr guter Hinweis, ja. Also erstmal unseren Podcast abonnieren und nochmal die alten Folgen angucken oder anhören. Es gibt bis jetzt nur eine, danach werden noch mehrere Folgen. Aber da haben wir auch schon mal ausführlich über so Themen gesprochen, die dann auch mit Bambu und Flashwatch und Bambu und Prusa natürlich entsprechend in Bezug standen. Und da könnt ihr euch gerne auch nochmal anhören. Da ist auch noch einiges an Informationen rauszuholen. Ja, ich war ja jetzt erst letztes Jahr im Oktober bei Prusa in Prag vor Ort. Ich hatte da die Gelegenheit genutzt, als ich auf einer Konferenz in Prag war, dass ich gesagt habe, hey, ich habe gerade mein MK4 bei euch bestellt, darf ich dann mal im Werk vorbeikommen, wenn ich da zufälligerweise in Prag bin? Die haben gemeint, klar, komm vorbei, kannst du dir alles angucken. Habe auch ein Video drüber gemacht und durfte auch filmen. Zwar nicht alles, aber ich durfte mir schon einiges angucken. Und es gibt natürlich auch den einen oder anderen, der schon mal ein bisschen näheren Einblick bekommen hat und das auf YouTube veröffentlicht hat, inklusive Bruiser. Und was da zu sehen ist, ja, ich meine, diese ganzen MK4-Videos, die online gegangen sind, hast du bestimmt auch schon einige gesehen, Hera, oder? Ach, nicht nur ein paar. Okay, also CNC Kitchen, Thomas Andadara und wie sie alle heißen, die haben ja, die ganzen großen YouTuber, die was auf sich halten, haben sich ja alle ein MK4 gekauft. Wird keiner von Bruiser irgendwie bezahlt oder gesponsert, obwohl es immer heißt, ja komm, du bist von Bruiser gekauft. Aber die hatten ja alle so ein bisschen den Titel gehabt, so ist der MK4 jetzt zu wenig, zu spät oder sowas in Richtung? Und das wird auch immer gerne so schnell als Argument rausgehauen, wenn man sich anguckt, was denn die Konkurrenz so macht. Also Creality mit dem K1 und Bambu mit dem X1C oder mit dem P1S. Und da kommt immer gerne so das Gefühl auf, auch jetzt, wo ich jetzt letztens, wie heißt der Kanal? Foxhammer, also Foxhammer. Das ist ein englischsprachiger Kanal, der eigentlich nur über Resindruck geht und wie er Modelle baut und malt in Resindruck. Und der hat sich jetzt halt auch ein Bambu gekauft und hat dann auch da so einfach mal so nebenbei, ja, und das ist der Einzige, der es hinbekommt, dass die Benutzer halt das Ding auspacken, in einer Viertelstunde hinstellen und direkt losdrucken können. Die Benutzerführung so einfach ist, dass es jeder kapiert und alles. Wo ich mir so am Kopf kratze und denke, haben die Leute nicht mal im Bruiser probiert oder nicht mal in Creality probiert? Es wird immer so dargestellt, als wenn Bambu die einzigste Lösung wäre, die es gibt. Aber ist es ja eigentlich gar nicht, ne? Definitiv nicht. Also, ich muss sagen, der MK4, wenn ich den jetzt hier habe, den habe ich auch innerhalb von nicht mal 15 Minuten, sondern innerhalb von 5 Minuten rausgepackt, Stromkabel rein, Datei auf den Stick und dann gedruckt. Ja, das dauert nicht Viertelstunde oder sowas in Richtung. Vielleicht noch, wenn er sich gerade einrichtet oder sowas in Richtung. Aber wenn ich den unterwegs mit dabei hätte, dann wäre der innerhalb von 5 Minuten einsatzbereit. Ja. Und die Qualität, muss ich sagen, ist bei den Druckern auch ziemlich genial. Und das konnte man auch in dem Werk in Prag halt bei Prusa sehen. Dass die halt für jeden Elektronikpart, den sie da haben, wirklich ein Testgerät da stehen haben. Das haben die uns auch gezeigt bei der Besichtigung. Da steht ein ganzes Regal voll mit irgendwelchen Testgeräten, die für MK2, MK3, MK4, Bruiser XL, Bruiser Mini, alle Bauteile für jede Komponente, Motherboard, Display, Knopf zum Drehen, für die Motoren, für die Düse, fürs Hotend und alles drum und dran. Alles einzelne Geräte zum Testen. Klemmen die Hardware ein, schließen das kurz an, testen das und das machen die nicht nur stichprobenartig, sondern wie wir in dem Video gesehen haben, machen die das für jede Komponente bei jedem Drucker, der aus dem Haus geht. Das ist schon... Selbst muss man dazu sagen, nicht nur die fertig zusammengebauten Drucker werden auf den Kern getestet, sondern die Kits zum Selbstmachen werden auch jede einzelne Komponente komplett durchgetestet. Und das ist halt ein Level, auf dem nicht viele arbeiten, muss ich sagen. Und das macht die Drucker auch so verlässlich und so langlebig halt an sich. Ich meine, ich weiß noch, als ich mein MK3 ausgepackt habe oder auch den Mini. Ich meine, der Mini kommt ja auch nicht komplett assembled, sondern nur Teil zusammengebaut beim Kunden, ja. Der MK3, den habe ich als Kit bestellt. Und selbst beim MK3 habe ich
so einen Ausdruck gehabt, so eine Quittung sozusagen von Prusa, wo sie die einzelnen Komponenten getestet haben und wo du sehen konntest auf jedem einzelnen Graphen, wie sich denn die Hardware performt hat. Und anhand dieser Mechanismen erkennen die auch, hey, diese Komponente funktioniert innerhalb der Parameter, die wir gesetzt haben, oder nicht. Und dann wissen die auch gleich, okay, das brauchen wir gar nicht, wir es an Kunden rausschicken, das funktioniert nicht. Und so haben so quasi eine Qualitätssicherung drin. Und die sind auch so transparent, dass sie sagen, okay, wir geben die Daten direkt an Kunden weiter, kannst du direkt nachgucken. Das gleiche auch beim Filament. Jede Filamentrolle, die bei Prusa rausgeht, von Prusament, von diesen 1 Kilo Spulen, ich weiß nicht, ob es bei den 2 Kilo auch so ist, das werde ich demnächst erfahren, wenn ich die Rolle, ich habe zwei Kilo Rollen bestellt mit dem Prusa Galaxy Black. Und da werde ich erfahren, ob da auch sowas aufgedruckt ist. Ich glaube es nicht. Aber da ist überall ein QR-Code drauf, wo man dann online direkt auf der Webseite nachgucken kann, wie viel Uhr ist die produziert worden, wie hoch sind die Toleranzen über die Produktionsdauer. Also wo man wirklich vom ersten bis zum letzten Millimeter sehen kann, wie hoch denn die Abweichung von dem eigentlichen Wert, von den 1,75 Millimeter, die das Material haben soll, ist. Das finde ich schon ziemlich krass, vor allem, dass es so bereitstellt. Ist es von Anfang bis Ende komplett transparent. Komplett dokumentiert. Und das finde ich halt schon ziemlich krass. Ich weiß aus Erfahrung raus, aus der Vergangenheit, dass Hersteller wie 3D Fuel zum Beispiel mal solche Daten haben, aber sie nicht preisgeben, obwohl ich denen gesagt habe, ey, wenn ihr die Daten habt, wäre doch geil, wenn ihr da seht, dass da halt die Toleranz wirklich so minimal ist, dann haut das doch raus. Die haben es dann in klein auf ihrer Verpackung gedruckt, ja. Aber das war so der einzigste Hersteller, bei dem ich wusste, okay, die haben die Daten. Und alle, die sich jetzt fragen, wie kommen denn die Daten überhaupt zustande? Nun, ein gutes Filament, ja, also bei einem Filament misst man immer nicht nur den Durchmesser, weil einen Durchmesser kann man ja auch waagerecht, senkrecht, diagonal in allen möglichen Richtungen messen und dann hat man zig Punkte, an denen man messen kann. Und diese Messung ist im Prinzip eigentlich daher, dass es eine Ovalität, also eine Rundheit sozusagen gemessen wird. Und das macht man durch eine Messung aus verschiedenen Perspektiven um das Filament herum und misst dann, wie groß ist denn da im Prinzip die Distanz. Und wenn dann die Distanz, also die Toleranz halt, entsprechend klein ist, dann kann man sagen, ist eine gute Ovalität. Das kriegen mittlerweile auch günstige Hersteller hin, nur die messen es halt zwar aus, aber speichern halt die Daten nicht. Und Prusa sagt sich, okay, wir sind so transparent, wir schicken es raus. Und ich weiß aber auch, dass es Hersteller gibt, die das, wenn dann nur vor Ort messen und dann die Anlage stoppt, falls dann irgendwas ist. Aber das wird halt nicht kommuniziert. Das wird nicht gespeichert, das wird nicht manuell geprüft. Und dann kann es auch schon mal passieren, welches Filament war das, was ich hatte, wo ich eigentlich ein 1,75 mm Material bekommen sollte und bei zwei Proben einen 2 mm Durchmesser hatte. Ja? Oder das bei dem Material, was bei den Druckern eine Zeit lang dabei gelegen hat, ganz am Anfang, die konnte man nicht drucken. Nee. Also es gab viele, die haben sich beschwert. Also klar, es gab die Ausnahmen, die immer gesagt haben, ach, du lügst ja, weil oder du erzählst Dummschiss halt entsprechend, weil du halt, dass es von dir auf alle schließt. Aber es gab halt sehr, sehr viele Leute, die sich beschwert haben, dass die Materialien, die in den kleinen Vakuumpacks halt dann bei dem Drucker dabei gelegen haben, dass die halt, wie heißt es, eine Materialabweichung hatten von mehr als 0,02, sondern halt deutlich drüber waren und dann mal teilweise ein Millimeter Unterschied dazwischen war, ja. Was schon echt krass ist. Aber ja. Um den Bogen wieder zum Beispiel Prusa zurückzukriegen, ich finde es komisch, dass manche Hersteller das tatsächlich nicht, wie du selbst sagst, nicht kommunizieren, weil wenn du wirklich ein sehr wirklich gutes Filament hast, mit wirklich Toleranzwerten, ist es doch die beste Werbung, die du haben kannst. Absolut, absolut. Diese Werte auch preiszugeben. Richtig. Und ich muss sagen, ich finde es schade, dass es einige Hersteller nicht kommunizieren, obwohl ich weiß, dass sie die Daten haben. Ich weiß aber auch von anderen Herstellern, dass sie die Daten gar nicht erst speichern, warum auch immer. Ja, ich meine, wenn man die am Sensor abgreift, kann man sie auch einfach mal wegspeichern. Klar, das kostet Datenspeicher und man muss das Ganze halt auch irgendwie kommunizieren. Aber man kann es auch einfach so machen wie 3D Fuel, dass man sich eine Quittung ausdruckt und die einfach reinlegt. Ja, wäre natürlich auch super schön für den Kunden als nachvollziehbares Element, als Transparenzelement. Und da finde ich, macht Prusa einfach einen bombastischen Job, dass die wirklich von Anfang an gesagt haben, ey,
wir denken das Ganze durch und die haben auch ihre eigenen Spulen dann entwickelt und mit diesen neuen Spulen haben sie das Ganze dann auch wirklich so nachverfolgbar gemacht, dass man das auf einer Webseite nachvollziehen kann. Ich habe das selbst mal geprüft vor ein paar Jahren und auch immer zwischendrin mal nochmal geguckt und das halten die halt einfach durch und ziehen es einfach durch. Ich weiß jetzt nicht, wie lange sie die Daten speichern, aber es ist halt phänomenal geil, finde ich, ja. Das ist halt ein Qualitätsmerkmal, was Prusa hat und das zeigt auch, dass die Firma allen anderen nochmal so ein Ticken voraus ist, finde ich. Ja, und dieses, ob sie den Anschluss verloren haben, gar keine Frage an sich ist eigentlich, finde ich, auch keine Feststellung, sondern es ist eigentlich komplettes Gegenteil. Prusa ist allen anderen nochmal ein Stückchen, finde ich, voraus in Sachen Qualität und in Sachen Transparenz und allem drum und dran. Die denken halt nochmal einen Schritt weiter und sehen schon Probleme, die entstehen können oder halt, was der Kunde möchte, bevor der Kunde es überhaupt weiß. Und das macht, finde ich, eine gute Firma aus. Und das siehst du auch 1:1 in den Druckern. Der MK4 ist, ich weiß, es kommt wieder, Prusa Fanboy und sowas Richtung. Nein, aber es ist halt so. Ich meine, ich mag den dem K1 von Creality mag ich auch unheimlich gerne. Mit dem drucke ich gerade sehr, sehr viel. Aber der MK4 und die ganzen Prusa-Drucker, die ich habe, zu denen habe ich irgendwie eine spezielle Bindung, weil ich halt, das sind die Drucker, mit denen alle angefangen haben im Prinzip. Die alle geklont haben, ja. Selbst wenn einer einen Ender 3 hat, der hat quasi einen Prusa-Klon da stehen. Ja? Oder wenn es halt ein Anycubic Cobra ist, das ist halt ein Prusa-Klon an sich, ein MK4-Klon, wenn du so möchtest, ja? Zwar nicht komplett 1:1, die haben dann doch schon mal angefangen, das ein oder andere umzubauen, damit es halt nicht komplett geklont ist. Aber man sieht, wie heißt es, dass Prusa eigentlich auf dem richtigen Weg ist oder immer noch auf dem richtigen Weg ist, weil sie werden kopiert. Wenn keiner mehr sie kopieren würde, wären sie nicht mehr auf dem richtigen Weg. Ja, und solange man selbst noch kopiert wird, ist das immer noch ein Zeichen dafür, dass man immer noch marktpräsent ist. Ja, ja. Und sonst würdest du als Hersteller nicht anfangen zu kopieren. Und auch mit dem Release von dem Bamboo X1 kam mir das Gerücht auf, okay, auch mit dem Voron schon damals. Ja? Ich meine, der X1 ist jetzt nicht der erste Core XY Trident, sondern der erste war ja halt in der Hinsicht dann der Voron, der wirklich so gehypt ist. Und da gab es auch schon die Diskussion, ja, wir brauchen heutzutage noch einen Bettschubser. Ja, wir brauchen noch einen MK4 oder so in Richtung. Ja, ich kann das verstehen, ein Core XY, gerade auch der Voron, der nochmal, finde ich, nochmal als 2.4 nochmal einen Ticken über dem Trident, über der Trident-Bauweise steht. Also Trident, für alle, die nicht wissen, was das ist. Diese Bauweise hat quasi drei Z-Achsen. Ein Drucker hat immer eine X, Y und Z-Achse. Und die Z-Achse beim Trident ist so aufgebaut, dass du vorne an den Ecken jeweils eine hast und eine hinten zentriert in der Mitte von der Rückwand. Der Voron 2.4 hat vorne zwei und hinten zwei. Also an jeder Ecke hat er eine Z-Achse und kann damit das Bett halt komplett, nicht das Bett, sondern die Druckgantry, also die X- und Y-Achse sozusagen, fliegend quasi im Bauraum justieren. Das heißt also, das Bett ist unten fest verschraubt. Und das ist halt schon nochmal eine Bauweise, wo ich sage, da ist das nochmal drüber. Aber selbst die haben es nicht geschafft, Prusa abzuhängen. Und wenn man sich anguckt, Prusa hat ja jetzt auch nochmal den XL veröffentlicht. Und wenn ich mir den anschaue, auch die Drucke anschaue, auch den Toolhead, den sie haben, diesen Werkzeugkopfwechsler, wenn man es mal eindeutschen möchte. Ganz ehrlich, das Ding, da stinkt Bambo gegen ab. Ich weiß, ich mache mich jetzt unbeliebt mit dieser Aussage, aber ein X1 kann mit einem Prusa XL in Sachen Druckqualität, Filamentwechsel und Geschwindigkeit nicht mithalten. Der ist einfach überlegen in der Hinsicht. Das ist einfach ein Biest. In Sachen Filamentwechsel und Geschwindigkeit deswegen, das dauert 2-3 Sekunden, den Druckkopf zu wechseln und damit auch das Material zu wechseln. Und man hat damit die ganzen Probleme, die eine AMS mit sich bringt, also dass ein Material erstmal zurückgezogen werden muss, wieder in die AMS reingepumpt werden muss, dann muss das neue Material aus der AMS wieder in den Druckkopf geführt werden, dann wird jede Menge Material verschwendet, indem man den Druckkopf erstmal so lange bis es reinigt, bis das neue Material halt komplett vollständig sicher auch in dem Druckkopf angekommen ist. Ja, dass, wenn man jetzt zum Beispiel mal ein rotes Material in der Düse drin hat und möchte danach weiß drucken, ein rotes Filament ist das Filament mit den meisten Farbpartikeln in einem Filament drin. Und
das dann zu wechseln zu einem weißen Filament, damit man keinen Pink hat. Das ist das gleiche wie in der Wäsche. Wenn man rot und weiß zusammenwäscht, hat man am Schluss pinke Klamotten in der Waschmaschine, ja? Und ähnlich verhält es sich auch mit dem Filament. Wenn man jetzt ein weißes Filament nach dem roten drucken möchte, dann muss man so viel Material reinigen, rausreinigen und dementsprechend groß ist auch der Abfall. Und das hat der XL in der Hinsicht nicht so groß. Wenn man sich diese Abfalltürme anguckt, diese Perch Towers, im Vergleich zu dem, was ein Bamboo produziert oder auch eine MMU3 von Prusa, wohlgemerkt, ja, weil das hat auch das gleiche System ist in der Art und Weise wie eine AMS. Keine Chance. Da ist der Bamboo so über, der Prusa so überlegen gegenüber dem Bamboo, gegenüber der AMS, dass es keine Chance gibt. Und die Druckqualität ist mittlerweile auch bombastisch. Die hatten am Anfang ein paar Kinderkrankheiten, aber da, ganz ehrlich, das könnte einer meiner nächsten favorisierten Drucker werden, die ich mir hier nochmal zum Testen zulege. Definitiv. Ja. Das ist bei mir, für mich wäre es tatsächlich auch eine Möglichkeit, allerdings ist, muss ich dazu sagen, bei mir ist es einfach weit außerhalb meiner Möglichkeiten. Ja. Nicht die Möglichkeiten vom Nutzen als solches, sondern preislich. Erstens preislich und zweitens ist es für mich in der im Anwendungsbereich einfach ein bisschen too much. Ja. Das ist auch, finde ich, so Multicolor wird immer so gehypt von vielen, wo ich den einen oder anderen YouTube-Kanal sehe, der sich rein nur um Multicolor bei Bamboo aufbaut. Oder im TikTok-Kanal, die dann nur Shorts raushauen mit Multicolor-Drucken bei Bamboo, mit der AMS. Dabei finde ich das gar nicht mal so interessant, dieses Gebiet. Also klar, es ist schon cool, wenn man sich mal was mehrfarbig drucken kann. Das war am Anfang mit der MMU2S auch ganz cool. Aber eine Druckzeit einfarbig im Vergleich zu mehrfarbig vervielfacht sich halt. Also nicht nur verdoppelt sich, sondern vervierfacht sich teilweise mal gerne, weil einfach dieser Filamentwechsel lange dauert. Und das ist auch beim XL so. Das dauert auch deswegen ein gutes Stück länger, aber halt nicht so lange wie bei einem, wie heißt das, bei einer AMS oder so in Richtung. Und von daher ist es auch immer noch interessanter, so ein Bauteil wie jetzt zum Beispiel mal hier diese Taschenlampe für die Lasergun von Buzz Lightyear zu nehmen, einfach in einer Farbe zu drucken und dann einen Füller zu besprühen, zu grundieren und dann einfach zu bemalen mit der Airbrush zu bemalen, dass man hier so eine Aussparung in Gold macht oder sowas in Richtung, ja. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen. Wenn ihr es sehen wollt, kann ich euch empfehlen, schaut mal auf YouTube vorbei. Kleine Eigenwerbung. youtube.com/@makeorama. Ad wirklich als Ad-Zeichen und dann könnt ihr den Podcast auch mit Video sehen. Gerne auch den Kanal abonnieren, damit könnt ihr uns natürlich sehr gut unterstützen. Und dann könnt ihr auch sehen, was ich da gerade in die Kamera halte. Wenn nicht, müsst ihr euch mal auf YouTube das Video angucken, das kommt auch bald raus. Beziehungsweise ist schon draußen, wenn ihr den Podcast hört. Aber da kann ich natürlich auch, wenn ich Objekte einfach dann bemale, mir viel Zeit sparen. Ich drucke ein Objekt in Weiß oder in Schwarz und grundiere die dann in Schwarz oder in Weiß oder in Silber und bemal dann die Highlights, die ich bemalen möchte, halt einfach in der Wunschfarbe. Das bleibt einem dann erspart, das bleibt einem der Abfall erspart, den man hat. Und viele, die ich kenne, die ein Bamboo haben, sagen mittlerweile, ach ja, weißt du was, ich habe die AMS nur noch dafür, um 4 Rollen Schwarz reinzupacken. Wenn die eine leer ist, zieht er automatisch nächste ein. Ja, dass man quasi keine Probleme hat, wenn eine Rolle leer ist, dass man nochmal zum Drucker rennen muss, um die neue einzufädeln manuell, sondern das macht alles die AMS, ist auch ein absolut legitimer Fall. Also werde ich mit Sicherheit auch den Frozen Akku und die MMU auf die Art und Weise nutzen. So nutze ich meine Mosaikpalette zum Beispiel mal auch öfters mal. Und ich kann es auch verstehen, wenn einige Leute sagen, der Drucker ist mir zu groß oder zu teuer. Der kostet halt mit 5 Druckköpfen immerhin 3.500 Euro. Mehr sogar. Mehr? Nein. Mhm, eine Sekunde, ich bin gerade auf der Webs. Der originale Prusa XL mit 5 Dingern und montiert oder teilmontiert? Montiert. Montiert sind wir bei 4.200 Euro. Ja, okay, gut, dann kann es sein, dass der Nettopreis 3.500 irgendwas ist, oder? Ja, Mehrwertsteuer ist 3.500. Weil der Account, den ich bei Prusa angelegt habe, ist halt ein Firmenaccount und da kriegst du die Mehrwertsteuer immer rausgerechnet automatisch, ja, weil EU. Wir haben ja nicht alle einen Firmenkonto. Nein, stimmt auch wieder, ja. deswegen verzeiht es mir, wenn ich dann immer so von den Nettopreisen rede, aber das ist für mich so immer betrieblich gesehen immer das eigentlich Ausschlaggebende. Das muss ich auch erstmal lernen. Nein, aber es macht auch preislich für viele keinen Sinn. Da gab es dann interessantere Systeme, wie zum Beispiel den Anchormake M5C, glaube ich, war das, ne? M5C, genau. Mit diesem
Druckkopf, den ich absolut genial finde, der aber leider nicht so viel Anklang gefunden hat. Der hatte einzelne Druckdüsen, die nach, motorisiert nach unten gefahren worden sind, wo du dann auch sehr, sehr wenig Abfall hattest. Ja, also eigentlich genau das, was man wollte, aber das werden sie jetzt auch einstellen, habe ich jetzt irgendwie gehört. Finde ich schade. Das war eigentlich sehr cool, aber ich glaube, der Multicolor-Markt ist in der Hinsicht auch nicht so groß. Ja, das ist zwar ein Riesenhype jetzt mit dem Bambus und man sagt doch immer gerne, ey, ich kann mit der AMS Multicolor drucken, aber ich glaube nicht, dass das so ein großer Markt ist. Und im Endeffekt ist es ausschlaggebend wirklich Qualität, wie schnell die Drucker geliefert werden können und wie heißt es, ob die Drucker denn an sich von der Wertigkeit und von der Druckqualität auch stimmen und allem drum und dran. Das ganze, der ganze Support und alles drum und dran stimmt und ob sie da richtig aufgestellt sind. Das hatten wir ja im letzten Podcast gehabt. Ja. Und ich würde wirklich sagen, dass so ein Prusser, auch der MK4, würde ich jetzt mal behaupten, hätte ich den MK4 zeitgleich noch im Bambu daneben gestellt und würde beide genau gleich bedienen, also die gleichen Objekte drucken und alles drum und dran, würde ich mal meine Hand dafür ins Feuer legen, dass der Prusa in ein paar Jahren noch da steht und der Bambu wahrscheinlich dann einen Geist aufgibt. Es kann natürlich auch sein, ich kenne auch Leute, die haben einen Prusa im Bambu, der hat schon, keine Ahnung, 4.000, 5.000 Druckstunden drauf und druckt immer noch gut. Ja, kommt immer drauf an, wie man mit dem Drucker umgeht, wie man mit dem Drucker pflegt und alles drum und dran. Das ist logisch. Es kommt aber auch drauf an, ob der Drucker korrekt hergestellt worden ist. Ja, es gibt im Netz sehr viele Montagsmodelle bei Bambu, so wie ich das mitbekommen habe, aber nicht so sehr viele Montagsmodelle bei Prusa. Und das ist schon sehr bemerkenswert, muss ich sagen. Deswegen denke ich, sind die da auch in der Hinsicht gut aufgestellt für die Zukunft. Oder was meinst du jetzt in der Hinsicht, Hera? Wo wir dann wieder den Schwenker zurückmachen, was wir am Anfang gesagt hatten mit der Qualitätskontrolle bei Prusa, schließt du ja quasi an und für sich schon aus, dass du wirklich gravierende Montagsmodelle rausschicken kannst. Ja. Wenn halt eben jedes Einzelteil bis zum Ende durchgeprüft wird. Das machen meines Wissens nach kein anderer Hersteller. In dem Ausmaß. Du hast halt immer, wenn du etwas versendest, egal was, ja, auch wenn wir was im Material versenden oder so, immer ein wenig Schwund, dass halt der Paketbote halt ein bisschen Bock hat, Fußball zu spielen oder so, ja? Oder nicht ganz pfleglich mit dem Paket umgeht, sozusagen. Das kannst du aber als Hersteller nicht beeinflussen. Da ist es außerhalb deines, außerhalb deiner Reichweite an sich. Das ist aber auch vollkommen okay und da kann auch dann ein bisschen Frust entstehen. Aber an sich, ja, hast du recht, Prusa schließt es komplett eigentlich an sich aus, indem sie halt eine gute Qualitätskontrolle haben. Ja, eine sehr gute Qualitätskontrolle. Was mich aber bei Prusa auch beeindruckt ist, das haben sie jetzt im eigenen Video veröffentlicht, das wusste ich jetzt noch nicht, dass sie aufgrund der Pandemie begonnen haben, ihre eigene Produktionslinie für elektronische Komponenten, also das Motherboard, was im XL und im MK4 verbaut ist, produzieren sie komplett in-house. Das Display wird, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, komplett in-house produziert. Nee. Nicht? Das Display nicht. Nein, okay. Okay, aber das Motherboard beim XL und beim MK4. Und das ist schon ein großer Punkt, wenn wir uns daran erinnern, wie es dann mit der Versorgung ausgesehen hat in der Pandemie in Bezug auf Raspberry Pis. Ja. Also da mag ich nicht mehr dran zurückdenken. Da bin ich froh, dass wir mittlerweile wieder an einem normalen Punkt angelangt sind. Und wer jetzt sagt, ja okay, das bringt aber nichts, wenn du das in-house produzierst, wenn du die Komponenten alle in China beziehst, dann sage ich auch, nee, macht Prusa auch nicht mehr. Die beziehen halt die Komponenten nach eigener Aussage komplett aus der Europäischen Union irgendwie. Ja? Soweit ich weiß, um da mal ein paar Zahlen zu nennen, nagelt mich aber bitte nicht fest. Ja. Alles, was in einem Prusa steckt, kommt mindestens aus Europa und 90% aus eigener Herstellung. Okay. Ja, das ist schon mal eine Ansage. Also die wichtigsten Teile sind die, die halt nicht von denen selber kommen, sind jetzt zum Beispiel die Z-Achsen zum Beispiel, um da mal ein Beispiel zu nennen, oder halt auch, wie eben gesagt, schon das Display. Aber ansonsten, soweit ich weiß, 90% oder 80% ist Eigenhausfertigung. Ja, und das ist schon mal ziemlich, also für eine europäische Firma, ganz ehrlich, wenn ich mir überlege, welche Autohersteller zum Beispiel, um einfach nur mal eine andere Branche zu nennen, ja, welche Autohersteller geht denn so weit, dass er eine eigene Halbleiterplatinenproduktion aufbaut, um die Produktion zu sichern? Ja, das ist schon ein ziemlich krasser Move, muss ich sagen. Also auch genau der richtige Weg, weil sie auch so die Möglichkeit haben, das haben wir auch bei Lockhart im Interview gesehen, ja, als wir da vor Ort waren, dass die halt auch vieles in-house machen, weil sie entweder zu kleine Mengen am Anfang hatten und das halt nicht produzieren lassen konnten von anderen. Oder aber auch gemerkt haben, wenn sie es nach außen geben,
haben sie sehr lange Iterationszyklen, um Änderungen an Prototypen zu machen, um das dann final zu bekommen, das Produkt, wo dann so ein bisschen der kreative Flow verloren geht. Und zum anderen aber auch, dass sie halt die Qualität der Ware nicht bestimmen konnten. Ja, und das ist ein sehr wichtiger Aspekt, wo Prusa jetzt auch genau den richtigen Schritt meiner Meinung nach geht, wo sie sagen, hey, wir haben da eine Abhängigkeit nach außen, die uns böse reinspielen kann. Und das versuchen wir einfach zu beheben, indem wir halt einfach in-house sehr hochqualitativ Komponenten herzustellen, um dadurch mehr Möglichkeiten zu haben und halt auch reaktionsfreudig zu sein. Weil wenn es mal wieder so Knappheit kommt, wirst du bei Bamboo oder bei Flashforge oder bei Creality oder bei Anycubic und sonst jedem China-Hersteller wahrscheinlich auf die Nase fliegen, falls die Lieferketten da wieder abreißen, während du bei Prusa halt immer noch Ersatzteile bekommen kannst, falls dir mal das Board durchbrennt oder sonst was in der Richtung. Das ist mir jetzt wirklich, glaube ich, noch nur einmal passiert beim Mini, genau. Als ich da wirklich deppert war und die Düse gereinigt habe, während, also die mit einem Messingbürste gereinigt habe, während der Drucker an war, und ich bin halt an die zwei Kontakte von der Heizpatrone gekommen und habe das Ding quasi kurz geschlossen und hat es mir das Board durchgeschossen. Das war aber ich selbst schuld. Ja. Und du hast dann aber trotzdem noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich bestelle es mir halt bei Prusa nach und es ist innerhalb der EU oder bei einem verifizierten Händler vielleicht in den USA und ich krieg's halt innerhalb von kürzester Zeit nachgeliefert. Das ist halt, würde ich sagen, zukunftssicher momentan, dass man so ein bisschen dezentralisiert auch ist und auch breit aufgestellt ist und alles komplett in-house produzieren kann, wenn man möchte. Ja, ich denke mal, die Displays wären auch kein Thema mehr oder die Z-Achsen, wenn sie das wirklich wollten, ja. Dass sie das sagen, okay, wir produzieren es auch noch. Oder es ist nur eine Frage der Zeit, dass sie es sogar schon in Planung haben und vielleicht sagen, hey Leute, ja, hier übrigens zum Ende des Jahres, wir haben ja noch die Z-Achsen und die Displays auch jetzt in-house produziert. Wir sind noch unabhängiger. Also ich glaube, die sind auf einem guten Weg dahin. Oder nicht auf einem guten Weg, sondern die sind schon auf einem guten Weg und sind sowieso schon ziemlich stark. Und man merkt auch bei Prusa, als der MK4 rauskam, da hat es keinen Tag gedauert und die Bestandsmenge war instant quasi ausverkauft und man hat dann müssen erstmal mehrere Monate warten, bis dann nochmal genug vorhanden waren, wenn man am nächsten Morgen bestellt hat, wie bei mir jetzt zum Beispiel, ja. Das hat dann, wie heißt es, da hat man schon gesehen, dass die Nachfrage einfach da ist, weil der Drucker, den ich bestellt habe, der war jetzt nicht spät, der war am nächsten Morgen irgendwas um 11 Uhr, wo ich dann geguckt habe, ja okay, das Geld gerade zusammengekratzt, dass ich den Drucker kaufen konnte. Und dann war ich schon so spät an, dass unglaublich viele Leute vor mir waren, die gesagt haben, ey, ich hätte gern MK4. Weil Prusa einfach für Qualität steht und da die Leute keine schlechten Erfahrungen mitgemacht haben und es halt einfach immer noch Königsklasse ist, finde ich. Ja. Und von daher erübrigt sich für mich die Frage, ob Prusa den Anschluss verloren hat. Nein, haben sie nicht, finde ich. Um mal auch außerhalb von dem MK4 oder jetzt zum Beispiel auch mit dem XL mal rauszugehen, Es ist ja nicht so, dass Prusa schlafen würde, definitiv. Nein. Wir haben ja definitiv auch noch andere Projekte im Hintergrund, wo sie jetzt vielleicht noch nicht ganz so offen drüber kommunizieren. Ja. Und sie fangen jetzt auch gerade an, einen Markt zu erschließen, der für uns Otto-Normal-Consumer, sag ich mal, in Anführungsstrichen irrelevant ist. Ja. Jetzt zum Beispiel, was ich jetzt gesehen hatte, ich nagel mich nicht auf den Namen fest, aber die haben jetzt zum Beispiel diese vollautomatische Farmstation. Die AFL. Im Petto. Genau. Selbst da ist ja auch ein eingebauter, in Anführungsstrichen, Mini-XL drin. Ja. Die sie komplett extra dafür entwickelt haben. Nicht so nennen. Ja. Nicht so nennen, bitte. Die haben den selbst so genannt, Video. Nur mal so ab. Ich habe auf der Form Next böse auf die Finger bekommen, wo er gemeint hat, der Name steht noch nicht fest, man darf ihn noch so noch nicht nennen. Ah, okay. Dann frage ich mich, warum der eine Herr es selbst im Video so genannt hat. Naja, egal. Die bauen ja das Ding nicht nur, um ein einziges Produkt damit zu erfüllen. Da wird ja definitiv drumherum noch was kommen. Nein. Also das ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, das mag immer so schön klingen, wenn wir jetzt halt hier als Konsumer, da zähle ich mich jetzt auch noch dazu, vielleicht eher als Prosumer, ja, weil ich halt professioneller damit umgehe, weil ich auch mein Geld damit zum Teil verdiene. Aber dieser Markt, Konsumerbereich oder Prosumerbereich, ist so klein, ja, so prozentual klein im Vergleich mit
dem Business-Kundenbereich, in den sich ja jetzt auch Bamboo zum Beispiel mal reintraut mit dem X1E. Prusa hat jetzt dafür nicht nur die AFS schon seit längerem entwickelt, die jetzt langsam aber sicher an die Kunden ausgeliefert wird. Das kann man sich so vorstellen, das ist ein riesengroßer Schrank. Da stehen, ich glaube, 9 Drucker drin und ein automatischer Fahrarm. Und der automatische Fahrarm geht hin und fährt diese einzelnen Drucker, die fertig sind. Da kriegt er ein Signal, ey, ich bin fertig, kannst mich abholen, komm. Und dann fährt er hin, nimmt die Druckplatte raus, fährt die runter, räumt die ab. Und dann packt er nochmal die leere Druckplatte quasi oben drauf. Ja, so war es zumindest mal auf der Form Next, was sie gezeigt haben, als sie die Trillerpfeifen und so produziert haben. Mhm. Und das ist ja nur ein Bereich. Die haben ja jetzt auch diesen einen Druckerhersteller, ich weiß den Namen leider auch nicht mehr, die haben diesen einen Druckerhersteller akquiriert, wo sie jetzt eine ganz neue Sparte an Industrielevel-Druckern aufbauen. Also so ein Delta-Drucker war das und einmal einen professionellen Resin-Drucker. Nur ganz nebenbei, Prusa hat auch Resin-Drucker im Consumer-Bereich, ja. Aber das, was sie da anbieten, das ist diese weiße Serie, diese Industrial Series. Die ist halt nochmal auf einem ganz anderen Level von der Qualität, von der Größe, von der Verarbeitung, allem drum und dran her. Zusätzlich zu dem, was man schon kennt. Du redest von dem Prusa Pro, oder? Ja, genau. Das ist halt Industrial Level schon eigentlich. Das geht wirklich gezielt an Industrie- und Businesskunden. Das ist deren Markt und da ist auch die Marge eine ganz andere. Da ist auch die, da wird nicht gefragt, ey, kann ich eine Rolle für 10 Euro zu dem 2000 Euro Drucker haben? Ja, sondern da heißt nur, okay, wir brauchen hier 2 Tonnen Material. Schick mal bitte rüber. Rechnung bitte mit 14 Tage Zahlungsziel und 2% Skonto bitte an unsere Adresse und fertig. Ja? Klar, da kann es dann sein, dass der Kunde nochmal sagt, okay, ich gucke mich nochmal um, ob mir ein anderer Filamenthersteller nochmal ein anderes Angebot gemacht. Aber die Mengen, die man da kauft, sind nochmal eine ganz andere Nummer als das, was wir im Konsumerbereich kennen. Und da kauft man auch nicht einen Drucker, vielleicht der ein oder andere kleine oder das ein oder andere kleine oder mittelständische Unternehmen schon. So ein Architekt oder so eine Richtung kann ich mir vorstellen. Aber eigentlich sind die Maschinen dafür gedacht, dass du die zum Beispiel mal beim Automobilhersteller in die Produktion gibst, um dafür einfach jetzt nicht Autobauteile zu drucken. Ja, schon. Aber hauptsächlich vielleicht, ich habe das letztens gesehen, bei Volkswagen gab es auch so eine 3D-Druckfarm, die hatten MK3s da stehen. Und die haben sich halt Sachen wie zum Beispiel, als aus der Produktion zurückkam, ey, dieser Schraubschlüssel, der braucht nochmal so einen dritten Griff irgendwie, dass man den mit, oder den zweiten Griff, damit man den mit 2 Händen halten kann, damit der nicht irgendwie wegrutscht und sowas in Richtung, dass die Produktion damit optimiert wird. Ja, Werkzeuge quasi, ja. Werkzeugmacher arbeiten damit. Dass man die Produktion damit aufs nächste Level hievt. Das sieht man auch bei Lockhart. Lockhart druckt mit den Druckern, die sie haben, Sachen, die denen die Produktion erleichtern, wo sie die noch nicht eloxierten oder später, wenn sie vom Eloxierer zurückkommen, diese eloxierten Platten, die Coverplates reinstecken können, dass die sich nicht berühren und nicht wild in der Kiste rumfliegen, sondern schön geordnet ankommen und nicht verkratzt sind. So ein Level reden wir da. Und da stellst du dir auch nicht einen hin, sondern dann stellst du dir 10, 20, 50 oder 100 von den Druckern hin. Und da bist du auf einem ganz anderen Niveau und auf einem ganz anderen Level. Und dann ist die Konsumersparte, die man hat momentan, eine ganz andere. Und wenn du dann einen Drucker hast, bei dem du transparent mit der Qualitätskontrolle umgehst, wie Prusa es macht, dann hast du ein ganz anderes Vertrauen bei der Industrie, als jetzt zum Beispiel mal ein Hersteller, der das nicht macht, der das nicht so transparent kommuniziert, sondern eher so ein bisschen Mauschel macht und dann sagt, okay, ja, hier habt ihr einen Drucker, der kann funktionieren, aber wenn was kaputt ist, dann haben wir Probleme. Ja, oder wo man nicht weiß, was mit den Daten passiert. Ja, also wenn ich mir den Flashwatch angucke, der da hinten steht, den würde ich mir nicht hinstellen, also als Konsumerbereich ist der okay, aber den würde ich mir halt nicht hinstellen, wenn ich da eine Farm hätte, die ich nur über Netzwerk bedienen kann und wüsste, die Daten gehen automatisch über den Slicer, über die Cloud nach China und dann zurück. Da würde ich nichts drüber drucken als Firma. Was halt auch dazu kommt, eine Firma wie Prusa zum Beispiel, wenn du eine Firma hast wie Prusa, die stellen halt auch eben Leute ein, nur eben halt, um diese Großkunden zu bedienen. Ja. Weil einfach diese Abfrage halt so enorm ist, dass eine normal basierte Firma, sage ich jetzt mal, nicht die Möglichkeit hat, die Abfragen zu stemmen. Und wenn dann halt eben diese große Firma sagt, wir kaufen jetzt halt mal eben, sagen wir mal am Beispiel, einen Prusa MK4, bestellen wir mal eben 100, 200 Stück von den Dingern. Ja. Wir hätten ja aber gerne jemanden, wenn was ist, kommt der vorbei. Richtig. Oder wie auch immer.
dann stellen sie dafür extra Leute ein. Richtig. Also die haben dann auch mit Sicherheit, ich weiß es nicht ganz genau, die haben ein eigenes Service-Team, könnte ich mir vorstellen. Aber was die auf jeden Fall haben, das haben wir auch auf der Tour in Prag gemerkt, die haben die Produktion von den Konsumerprodukten, von den Konsumerdruckern in dem einen Gebäude, inklusive Warenhaus für die Konsumermaterialien. Und dann haben sie halt nochmal ein eigenes Produktionsgebäude nur für diese Dinger, ja, also für diese Industriedrucker. Und Industriedrucker, wenn du diese weißen Delta-Drucker oder Resin-Drucker gesehen hast, wenn man sich jetzt denkt, ja komm, das ist ein Delta-Drucker, was soll denn daran besonders sein? Ja, erstens die Größe, zweitens die Einhausung, drittens ist das von der Absaugung und von der ganzen Elektronik ja nochmal anders abgesichert, Notaus und sowas in Richtung, ja, mit welchen Spannungen die arbeiten. Vielleicht kannst du das Ding an Drehstrom anschließen, ich weiß es nicht genau, ja. Die Netzwerkkonnektivität wird nochmal eine ganz andere sein, dass die halt nochmal ein ganz anderes Level an Farm-Software haben, dass die Drucker halt in einem ganz anderen Level arbeiten in der Hinsicht. Und das ist ein komplett eigenes Gebäude, was sie da haben, weil in der Tour, als wir da waren, hat es geheißen, ja, diese Produkte wie die AFS und die anderen Industriedrucker, die stehen in einem ganz anderen Gebäude, das könnt ihr nicht sehen, da kommt ihr gar nicht rein. Ja, und es ist ja auch so ein schon fast so eine Art Campus, was die da haben, direkt an dem Kraftwerk von Prag. Das ist schon sehr beeindruckend, wenn man sich überlegt, wie die das aufgebaut haben. Und da arbeiten die halt auf einem krassen Level, muss ich einfach sagen. Ja? Und wenn die das durchziehen, auf der Qualität, wie sie die Konsumerprodukte raushauen oder vielleicht sogar einen draufsetzen. Eher würden sie einen draufsetzen. Ja, dann ist das Unternehmen ultra gut aufgestellt und dann wäre das mit Sicherheit, finde ich jetzt momentan, eine sichere Anlage. Da würde ich dann als Firma eher da drauf setzen, als auf, was weiß ich, auf, nicht böse gemeint, aber als auf Creality oder Flashforge oder eine andere Firma. Ist einfach so. Ja, weil das nochmal ja. Next Level ist. Gut. Die Folge ist jetzt ein bisschen kürzer. Die erste war echt lange. Da waren wir über eine Stunde. Aber ich glaube, wir haben das Thema ausgiebig durchdiskutiert. Und wer jetzt weitere Themen nicht verpassen möchte, zum Beispiel mit dem Trend für 2024, was denn da alles auf uns zukommt, was Hera und ich der Meinung sind, was da passiert, der kann den Podcast gerne abonnieren. Ich würde mich tierisch drüber freuen. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr auf YouTube vorbeischaut und dort den Kanal abonniert. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann dieses Jahr auf der Formnext 2024, ja, auf der Formnext, ich im Bo-Katan-Kostüm, wenn wir die 20.000 Abonnenten knacken. Die Kamera hinterher. Ja, ja. YouTube.com/ und dann @ Makeorama, so wie der Podcast heißt. Und in diesem Sinne, vielen lieben Dank, Hera. Wir sehen uns beim nächsten Mal oder hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, hodl the line, happy printing und ciao. Tschüssi.